Ich bin Yvonne Baumann und engagiere mich für die DKMS Live seit über 10 Jahren. Und das natürlich in den ersten 10 Jahren im sogenannten Offline-Modus, direkt in den Krankenhäusern mit den Patienten, an den Patienten. Und ich selber bin für die Firma Shiseido tätig. Und es ist sowohl mein persönliches Anliegen, weil das steht immer im Vordergrund, als auch das Anliegen der Firma, dass wir Krebspatientinnen in dieser doch etwas problematischen Zeit unterstützen, um ihr Selbstwertgefühl und um ihren Heilungsprozess zu fördern. Also meine persönliche Motivation für das Ehrenamt ist einfach dieses Strahlen in den Augen zu sehen, wenn ich diese Workshops gehalten habe, einfach weil ich weiß, dass Krebs etwas so, ja, so unfassbar Schwieriges ist und ich es eben auch selber in meinem unmittelbaren Freundeskreis erlebt habe und ich einfach unterstützen möchte. Es geht darum, dass wir uns einfach heute Vormittag Zeit für unsere Haut nehmen, für das Schminken nehmen, dass wir noch schöner sind. Weil natürlich auch noch schöner sind wir noch stärker, das wisst ihr alle. Ich wollte aber noch etwas zu unseren tollen Look Good Feel Better Seminaren sagen, weil ich glaube, an der Stelle ist es auch nochmal wichtig, so ein paar Fakten zu hören. Denn immerhin sind wir mit über 10.000 Patientinnen, die wir hier unterstützen, sie verwöhnen. Also mit über 1500 Kosmetikseminaren dabei, über 300 Expertinnen unterstützen uns, das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Und es ist alles und ausschließlich unter Spendengesichtspunkten, Sachspenden, Zeitspenden, Geldspenden, also ausschließlich eine Spendenorganisation, spendengestützte Organisation. Bei den Online-Workshops geht es darum, dass wir die Patientinnen, die Teilnehmerinnen Schritt für Schritt anleiten, sich zu schminken, aber eben auch Hautpflege durchzusprechen, wie wichtig das ist in einer Zeit, in der Chemotherapie natürlich auch die Haut verändert, aber eben auch, dass wir wirklich sagen, okay, wir gehen jeden einzelnen Punkt im Make-up, im Rouge, im Augenschminken, im Augenbrauen, die dann plötzlich fehlen, durch, um die Patientinnen anzuleiten, das nachzumachen und sich auch sicherer zu fühlen oder auch neue Erkenntnisse zu bekommen, zu sehen, ach, wenn ich das mache, dann sehen meine Augen größer aus oder ach, meine Augenbrauen haben plötzlich eine tolle Form oder meine Haut strahlt viel, viel schöner. Dazu komme ich auch gleich zu den Taschen dabei, denn diese Taschen haben absolut unterschiedliche Produkte von unterschiedlichen Marken. Diese Taschen werden in liebevoller, wirklich Handarbeit gepackt. Es ist im Prinzip von allem immer etwas dabei. Es ist die Reinigung, es ist die Pflege, es ist das Make-up, ich muss noch mal gucken, es ist Rouge, es ist alles dabei. Aber wir können natürlich nicht, oder die ehrenamtlichen Helfer bei DKMS Live können natürlich jetzt nicht genau wissen, welcher Hauttyp oder welche Hautfarbe passt. Deswegen wird immer ein toller Querschnitt gewählt. Es kann also mal sein, dass das eine oder andere Produkt nicht perfekt zu euch passt, in Anführungsstrichen. Ich finde an den Online-Seminaren genial und ideal, dass ich so viele Krebspatientinnen erreiche, was ich normalerweise vielleicht im täglichen oder in den Offline-Workshops nicht so unmittelbar finde. Das ist dann doch ein bisschen begrenzter, aber über dieses Online-Portal habe ich natürlich ein ganz anderes Zeitfenster. Ich habe die Möglichkeit, mehr und eben auch mehr Patientinnen zu treffen, egal wo ich selber zu Hause bin. Die Online-Seminare, sowohl als auch die Offline-Seminare, bewirken bei den Patientinnen, dass sie sich auf einmal doch nochmal anders sehen, dass sie nicht nur sich in ihrer Krankheit wahrnehmen, dass die Haare ausfallen, dass sie keine Wimpern, keine Augenbrauen mehr haben, sondern dass sie sich als Frauen, als schöne Frauen wieder wahrnehmen und auch das herausstellen und plötzlich sehen, ach, auch wenn ich mich nicht gut fühle, aber mit ein bisschen Make-up, ein bisschen Pflege für mich, komme ich wieder doch zum Strahlen. Und das motiviert mich. Und ich glaube,
wir wissen das, dass es auch den Heilungsprozess fördert. Und das sagen auch die Patientinnen, die wir doch dann zwischendurch wieder gesprochen haben, dass sie sich doch deutlich besser gefühlt haben und positives Lebensgefühl bekommen haben durch diese Workshops. Also was ich wirklich unbedingt mit auf den Weg geben möchte: Seid mutig, meldet euch an zu den Workshops, aber nehmt euch auch wahr, auch wenn es euch im Moment nicht gut geht. Und nehmt und sucht vielleicht auch diese Verbindung zu anderen Patientinnen in diesem geschützten, wunderbaren Workshops, die wir so ganz persönlich und individuell gestalten. Nehmt teil, Mädels.